Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Hast du das schon mal gehört? Dir kann man es ja auch wirklich nicht recht machen. Oder was man macht, ist falsch. Das hörst du von Partnern, vielleicht auch von Freunden. Und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Aber das ist eine mega, mega wichtige Information. Weil, wenn du das hörst, heißt das für dich, oh Scheiße, ich bin jemand, der ist nie zufrieden. Ich bin jemand, für mich ist es nie gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und so funktioniert das Gesetz der Reflexion. So holst du dir deine Information von anderen Menschen im Außen über dich, was in dir selber noch vorgeht, was für Annahmen du dir gegenüber noch aktiv hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Prinzip der Reflexion, dieses Spiegelprinzip, dieses Prinzip, ich bin alles, nichts existiert außerhalb von mir, verstehst. Denn nur wenn du verstehst, wie die Sachen zustande kommen, die du jetzt in deiner 3D-Welt wahrnimmst, kannst du sie verändern. Und das ist das Erste, worauf es ankommt, dass du dich selber so erkennst, so reflektierst, dass du keinen Zweifel mehr dran hast, dass die Welt aus dir heraus entsteht, dass du die einzige wirksame Kraft in deinem Universum bist. Alles, was dir gezeigt und gesagt wird, kommt aus dir. Es hat niemals irgendeine andere eine Kraft, dir etwas in dein Universum, in deine Welt, in dein Leben zu setzen. Du hast es immer vorher angenommen. Du bist immer vorher davon irgendetwas ausgegangen. Und du musst finden, wovon gehst du aus? Was sind deine Annahmen? Die sind so tief versteckt, dass es so, so schwierig ist, dran zu kommen. In meinen Coachings finde ich die. Wenn du nicht ins Coaching gehst, hör den Menschen zu und sei nicht verletzt, wenn du die Wahrheit gesagt bekommst, sondern wisse, es ist ein Spiegel, es ist eine Information. Und wenn dir jemand sagt, dir kann man es nicht recht machen, du bist nie zufrieden, dann heißt es wirklich, dass du ein unzufriedener Mensch bist. Und warum bist du nicht zufrieden? Weil du Annahmen hast, die dich nicht zufriedenstellen. Weil du über dich Überzeugungen noch hegst, die immer wieder sagen, ich bin nicht gut genug, ich mache was falsch, ich bin nicht richtig, ich muss was besser machen. Und das zeigt dir die Welt da draußen. Und wenn du in dieser Welt lebst, in diesem Hamsterrad, wo du angetrieben wirst, nicht gut genug bist, machen kannst, was du willst, das Geld reicht nie, machen kannst, was du willst, die Anerkennung reicht nie, machen kannst, was du willst, du wirst nie gesehen, machen kannst, was du willst, dann liegt es nur daran, dass du mit deinem limitierten Selbstkonzept, deinem Human Design Selbstkonzept durchs Leben gehst und am Start bist. Ändere das. Ändere, wer du bist, ändere deine Realität, indem du deine Identität veränderst. Und wenn du jemand bist, der das Leben liebt, der die Menschen liebt, der liebt, was er tut, der tut, was er liebt, dann wirst du nie wieder hören. Dir kann man es nicht recht machen. Du bist nie zufrieden. Es reicht das Geld nicht. Wir können das und das nicht machen. Wenn wir mehr hätten, wenn wir mehr könnten, dann könnten wir reisen. All diese Sachen, die dir dein Gegenüber sagt, sind in dir entstanden. Es ist deine Welt, es ist deine Ansicht. Ändere dein Denken. Nicht ein Gedanken, sondern dein komplettes Denken. Dein komplettes Denken sind deine kompletten Ansichten. Deine kompletten Ansichten sind deine kompletten Rückschlüsse. Ändere deine Identität. Gehe in deinen Divine Mind. Lerne zu denken wie Gott.
und denke wie Gott, unabhängig davon, was früher war, was draußen war, was in der 3D-Welt war, was mal geschehen ist, was mal gesagt worden ist. Es ist egal. Es ist irrelevant. Denn das, was du heute bist, wirst du morgen sein. Und wenn du morgen oder übermorgen wieder das bist, was du gestern warst oder was deine Eltern über dich gesagt haben oder was deine Ex-Freunde, Ex-Partner über dich gesagt haben, deine Kinder, dann ist Arbeit zu tun. Dann ist Transformation das, was für dich ansteht. Transformiere dich in dein Divine Design. Wisse, wer du bist. Handle, wer du, so wie du in Wahrheit bist. Denke so. Dein Denken wird automatisch die richtigen Handlungen auslösen. Versuche nicht, mit Handlungen dein Denken zu kompensieren. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Schau es dir an. Die Energie hinter deinen Handlungen. Wenn du das Konzept tiefer und tiefer verstehen und vor allem anwenden und umsetzen möchtest, bin ich hier für dich mit 1:1 Coachings oder meinen unglaublich powervollen Masterminds, die dir genau zeigen, was noch blockiert, wo du genau weißt, wo du noch mehr üben darfst, wo du noch mehr reingehen darfst und vor allem, wo du noch Angst hast vor einer Illusion im Außen, vor einer Macht im Außen, die dich eventuell noch einschränken kann. Aber das ist deine Illusion. Lass sie gehen. Kreiere eine neue Illusion, in der du dich unglaublich wohl, sicher, gut und perfekt fühlst. In diesem Sinne, teile mein Video, like mein Video, kommentiere und vor allem setze um. Arbeite an dir, arbeite hier in deinem Kopf, nur da drin, innen drin. Bleibe bei dir, sei bei dir. Nehme die Außeninformationen an, ohne verletzt zu sein, ohne dich zu ärgern, ohne abzulehnen, ohne zu verzweifeln, sondern arbeite mit diesen Informationen, transformiere dich. Deine Identität ist deine Realität. Es freut mich, dass du hier dabei bist, mir zuhörst. Wenn dir das Video gefallen hat, like, teile und wir sehen uns im nächsten Video. Und vielleicht bist du ja auch jemand, der eine 1:1-Session gewinnt mit mir, wenn wir 2000 Abonnenten erreicht haben. Ich freue mich, mit euch hier zu sein, die Welt zu kreieren, aus dem Divine Design die Lügen aufzudecken und für uns alle ein Love-Making Amazing Life zu kreieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.